Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de bei meinem Unboxing des Arcos 50 Diamond, des neuen Topmodells von den Franzosen, das ich schon auf dem Mobile World Congress ja in die Hand nehmen konnte und dort euch ein bisschen vorgestellt habe, bei dem die Verfügbarkeit so ein bisschen ein Zufallsspiel zu sein schien. Das war schon sehr früh vor dem Mobile World Congress mal verfügbar. Dann wurde gesagt, es wird jetzt in den nächsten Wochen kommen und es kommt irgendwie so tropfenweise anscheinend. Aber immerhin, ich habe jetzt auch einen Tropfen abbekommen, genauer gesagt einen Test Gerät zur Verfügung gestellt bekommen, das ich natürlich jetzt genauer unter die Lupe nehmen möchte, aber zunächst einmal heute mit euch gemeinsam auspacken möchte. Aber was haben wir hier für ein Gerät? Ein 5 Zoll Smartphone mit einem Full HD Display. Also wir haben auf diesem Display hier 1080x1920 Pixel. Sehr hohe Auflösung. Heutzutage haben die absoluten Top-Modelle zwar noch höhere Auflösungen, aber ich wage zu bezweifeln, dass das überhaupt noch Sinn macht. Dann ist eine Octa-Core-CPU drin, der Snapdragon 615 von Qualcomm. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, wie flüssig das Ganze so läuft. Auf der Messe hat sich das eigentlich sehr gut angefühlt. Ich hatte ja neulich das Ficom Passion im Test, das mit dem gleichen Prozessor erstaunliche Ruckler aufgewiesen hat, was aber meines Erachtens an der Software lag. Das können wir jetzt hier dann mal hinterfragen und ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe mal stark, dass hier diese Ruckler nicht auftreten. Was haben wir sonst noch? Dual-SIM-Funktionalität, LTE bis 150 Megabit pro Sekunde, 16 und 8 Megapixel Kameras. An Speicher sind 2 GB RAM und 16 GB Flash-Speicher eingebaut. Dieser Flash-Speicher ist erweiterbar per Micro-SD-Karte. Und da hat Arcos noch eine ziemlich coole Sache, finde ich, am Start. Ich hoffe, dass ich das auch ausprobieren können werde. Diese sogenannte Fusion Storage, eine Software, die es ermöglicht, den internen Speicher und die SD-Karte zu einer Partition zusammenzufassen, sodass man kein Hin und Her mehr hat mit Apps verschieben oder überlegen, wo speichere ich jetzt dieses Bild oder diesen Download hin und dann irgendwo auf einer Partition immer zu wenig Platz hat, sondern man kann allen Speicher, den man in dem Gerät quasi drin hat, also die 16 GB Flash-Speicher, das, was davon übrig bleibt, nachdem das System installiert ist, das schauen wir gleich mal an, wie viel das ist, und auch den SD-Kartenspeicher zu einem Laufwerk quasi zusammenfassen. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Ich hoffe, das ist hier schon verfügbar. Das wurde auf der Messe mir mal gezeigt, allerdings noch in der Vorserienversion. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Auch ansonsten sicherlich ein enorm spannendes Gerät, auch mit sehr pfiffigen Farben. Das dürfte hier die neongelbe Variante sein, hoffe ich mal stark. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Lass uns das jetzt mal gemeinsam tun. Hier haben wir die Kiste nun direkt vor uns. Die technischen Daten, die hier vorne draufstehen, sind, denke ich mal, durchaus bekannt. Ein Punkt noch, der interessant sein dürfte, Android 4.4 KitKat ist vorinstalliert. Da hat es ja ein bisschen hin und her gegeben. Auf der Messe wurde mir gesagt, ein Update wäre nicht so sicher. Mittlerweile habe ich die Bestätigung, dass ein Update kommen soll. Wann, weiß man allerdings noch nicht. Was ich hier noch sehe, dass pre-installed Games bei Gameloft drauf sind, das ist für mich eher ein Upturner, denn meistens ist das Bloatware bzw. Werbezeugs, das man größtenteils dann auch kostenlos im Play Store bekommt und was ich, wenn es geht, dann als erstes von meinem Gerät runterlöschen würde, da die Spiele, ich habe da noch bei diesen vorinstallierten Spielen noch nie was mit guter Qualität gesehen und oft auch Sachen, die dann per SMS später noch Kosten verursachen. Also wenn man das dann meinem Kind in die Hand drückt und denkt, ich habe das Gerät offline geschaltet, keine Internetverbindung, da ist man bei weitem nicht sicher mit. Na gut, schauen wir nochmal rein, ob ich irgendwelche technischen Daten hier vergessen hatte. Ich denke mal, das hatten wir alles erwähnt. Hatte ich, ja, WLAN natürlich, aber NFC hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Bluetooth 4.0. Und so weiter und so fort. Alles die Standardausstattung ist alles mit dabei. Ein Punkt ist sicherlich noch die Preisgestaltung. Da hat es auch einiges an hin und her gegeben. War ursprünglich 229 Euro angekündigt. Es gibt es immer mal wieder auf der französischen Webseite von Arcos direkt für 199 Euro. Die UVP, die mir zumindest auf der Messe genannt wurde, liegt aber 249. Und wollen wir mal schauen, wenn das Gerät wieder besser verfügbar wird, auch hier in deutschen Shops, das sollte jetzt so nach und nach kommen, auf welchen Preis sich das dann einpendelt. Wäre natürlich geil, wenn das 199 Euro nur wären, weil für die Ausstattung Full HD Display, Octa-Core CPU, wäre das echt ein super Preis. Da wären auch 250 Euro, denke ich mal, nicht zu viel verlangt. Alles dazwischen wäre natürlich dann auch durchaus willkommen. Ja, schauen wir uns das Gerät an und das ist halt hier in diesem richtig neonartig leuchtenden Gelb. Ich hoffe, das kommt jetzt im Video auch gut rüber. Das ist wirklich krass. Das ist ein richtiges Neongelb. Sicherlich Geschmacksfrage, ob man so ein Handy so poppig jetzt unbedingt haben will. Ich finde es mal ziemlich cool. Es soll wohl später auch noch eine schwarze Variante kommen, aber zunächst einmal vor allen Dingen die gelbe.
in den Handel kommen. Diese Schutzfolie hier vorne drauf, ganz ungewöhnlich, komplett opak, das Display überdeckend, wiederholt nochmal so ein paar Highlights, Full HD Display in 5 Zoll Größe, Octa-Core, 4G LTE und so weiter und so fort. Runter damit. Vorne die Frontseite ist ganz dezent schwarz gehalten, bis auf den gelben Rand halt hier unten. Ich bin jetzt gerade selber ein bisschen unsicher, doch hier haben wir keine On-Screen-Tasten, sondern die Tasten sind hier unterhalb des Displays, aber jetzt so ohne Beleuchtung. Mal gucken, ob man das so vielleicht irgendwie erkennen kann. Im normalen Tageslicht nicht erkennbar, ganz schwach angedeutet. Es ist wohl so gedacht, dass man die nur sieht, wenn sie leuchten. Bin ich mal gespannt, ob man das vielleicht konfigurieren kann, wann sie leuchten, weil bei vielen Handys ist es ja leider Gottes so, dass die Tasten nur dann leuchten, wenn man es am wenigsten braucht, nämlich nachdem man sie bedient hat. Gucken wir doch, bevor wir uns näher mit dem Gerät beschäftigen, nochmal kurz in die Box rein. Da haben wir hier eine Schutzfolie für das Display nochmal mit dabei. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. So viel ich weiß, ist das nicht irgendwie Gorillaglas oder sowas. Von daher macht das vielleicht durchaus Sinn, eine Schutzfolie noch drauf zu haben. Dann haben wir hier ein In-Ear-Headset, das sich sehr leicht anfühlt. Vermutlich eher eine billige Machtart ist, aber ja, werde ich versuchen, auch mal kurz reinzuhören, wie das so klingt. Auf jeden Fall immer nett, wenn überhaupt ein Headset mit dabei ist. Dann ein ganz normales USB-Kabel mit dem USB-Stecker für entweder Ladegerät oder den PC und den Micro-USB-Anschluss des Gerätes selber. Und dann haben wir hier den entsprechenden Ladeadapter für USB. Dann ein relativ handliches Teil hier, so 1000 mA, also 1 Ampere Ladestrom, so der Standard, nicht unbedingt das schnellste. Bisschen mehr würde auch nicht schaden, würde das Laden vielleicht was schneller gehen. Dann haben wir hier ein dickes, aber extrem kleines Heftchen mit Garantieinformationen. Das wird sich so wahrscheinlich kaum jemand angucken, es sei denn, man hat dann mal den Fall der Fälle. Dann hier ein in, ich weiß nicht wie viel Sprachen abgefasste Kurzanleitung dürfte das sein, wo so die wichtigsten Sachen drin dokumentiert sind, aber ich denke mal, das ist wirklich nur die ersten Handgriffe. Und dann hier nochmal der Hinweis auf die Hotlines für den Support-Fall. Ich denke mal, das war es dann an Zubehör, aber das ist ja auch schon eine durchaus komplette Ausstattung. Also Ladegerät, USB-Kabel ist natürlich Standard. Hat bisher, glaube ich, nur Motorola sich getraut, das mal wegzulassen. Was irgendwo auch Sinn macht, weil mittlerweile dürften fast alle Leute mehrere USB-Ladegeräte da haben, aber okay. Headset ist ähnlich, aber ist, ich finde es immer ganz nett, wenn man so eine nicht ganz so karge Ausstattung hier vorfindet. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz das Gerät an, bevor ich dann reingehe, um mit wenig Spiegelung auf dem Display dann das erste Mal einzuschalten. Wir haben hier auf der linken Seite den Ein-Ausschalter. Und die Lautstärkewippe, die hat ein ganz klein bisschen Spiel, der einen Ausschalter praktisch gar nicht, wirkt aber insgesamt recht solide und drückt sich auch so angenehm mit einem deutlichen Druckpunkt. Beides halt an der linken Seite, ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn die auf die verschiedenen Seiten verteilt sind, die Sachen. Auf der rechten Seite haben wir keinerlei Bedienelemente, nur hier unten kann man so einen kleinen Eingriff erkennen, wo man dann vermutlich die Rückseite abrupfen kann. Auf der Unterseite mittig platziert den Micro-USB-Anschluss. Ist ganz praktisch bei Kfz-Halterungen, so Universalhalterungen, hat man damit am wenigsten Probleme. Wenn die so seitlich versetzt sind, stört sich das manchmal schon mit der Halterung. Ein Mikrofon, auf der Rückseite hier unten Lautsprechergrill, Arcos-Schriftzug, die Kamera, ein LED-Blitz, das ist eine LED, wenn ich das richtig sehe. Und oben noch ein 3,5 mm Anschluss fürs Headset und ein weiteres Mikrofon für die Geräuschunterdrückung beim Telefonieren, schätze ich mal. Vielleicht auch für Stereo-Ton bei der Videoaufnahme. Ich mache das Gerät jetzt schon mal auf. Mal reingucken. Da haben wir hier unten die fest montierte Batterie, leider Gottes nicht austauschbar. Haben wir hier eine Leistung draufstehen? Nö. Muss ich gleich nochmal nachgucken, was wir da für einen Akku drin haben. Dann haben wir hier einen SIM-Karten-Slot hier von links herein, einen mit so einem Klappmechanismus, wie wir den so von früher von den Nokia-Geräten zum Beispiel kennen. Finde ich eigentlich ganz angenehm, ist ein bisschen weniger fummelig als diese Slots, wo man die dann manchmal schwer wieder rauskriegt. Und dann noch einen dritten Slot, das ist dann der Speicherkarten-Slot für die Micro-SD-Karte. Nee, das ist die Micro-SD-Karte und das sind die beiden SIM-Karten-Slots, sorry. Was schon mal hoffnungsvoll stimmt, ist, dass die beiden SIM-Slots einfach nur mit SIM-1, SIM-2 beschrieben sind. Da steht nichts von UMTS, WCDMA oder Ähnlichem dabei. Das heißt, das sieht sehr danach aus, dass wir
hier zwei LTE-fähige Slots haben, wo man dann umschalten kann. Natürlich auch das hier, ein Dual-SIM, Dual-Standby-Smartphone, wo man also nicht wirklich beide SIM-Karten gleichzeitig aktiv haben kann. Man ist auf beiden erreichbar, aber das wird durch regelmäßig hin- und herschalten quasi erreicht. Man kann nicht mit beiden SIM-Karten gleichzeitig ins Netz gehen oder mit der einen telefonieren, mit der anderen im Netz sein. Das Übliche wie bei praktisch allen Dual-SIM-Geräten, die man in Deutschland kaufen kann und auch bei allen, die ich bisher getestet habe. Hier haben wir dann noch die offensichtlich den Anschluss von der NFC-Antenne, die dann hier im unteren Bereich sich offensichtlich befindet. Da sind die passenden Kontakte dazu. Ja, machen wir es wieder zu und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, suchen uns die SIM-Karten und nehmen das Ding mal in Betrieb. Weiter geht's mit Einlegen der SIM-Karten und Speicherkarte. Ich stecke jetzt einfach mal in den SIM-1-Slot meine Vodafone-Karte rein, mit der ich auch LTE testen kann. Das werde ich dann hoffentlich später im Test auch nochmal andersrum ausprobieren. Ich versuche es jedenfalls, wenn die Zeit dafür bleibt. Also gucken, ob der SIM-2-Slot genauso LTE-fähig und genauso schnell ist. Und in die Speicherkarten. Halterung hier kommt jetzt einfach mal eine einfache 16 GB MicroSD-Karte rein. Soweit, so gut. Bei beiden SIM-Slots fällt mir auf, dass man hier so ein kleines Fensterchen hat, wo man dann notfalls mit einer Nadel oder so mal rein gehen kann, um die SIM-Karte wieder rauszustoßen. Das ist manchmal ganz unangenehm, wenn diese nur hier ran rausziehbar sind. Das geht oft sehr schlecht. Jetzt habe ich es ein bisschen rauszupfen können damit. Aber da habe ich oft schon sehr lange an Geräten rumgefummelt. Gut, genug des Installierens von Karten. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal das Gerät zu starten und schauen mal, was uns das so als Begrüßung entgegenwirft. Arcos oder Arcos Entertainment, your way. Yes. Das Display macht so auf den ersten Blick schon mal einen ganz guten Eindruck. Ein recht schöner Schwarzwert. Man kann gerade so erkennen, wo hier der schwarz lackierte Rand des Displayglases ist und wo Display ist. Meistens starten die Geräte in einer maximalen Helligkeit. Und das wäre dann wirklich ein sehr schöner Schwarzwert. Das werden wir uns später vielleicht nochmal genauer angucken. Der erste Eindruck ist jedenfalls schon mal gut. Und da sind wir relativ flott jetzt ohne große Voreinrichtungen bei der PIN-Eingabe für die SIM-Karten. Wie bei Android-Geräten üblich, das ist nicht nur bei den MediaTek-Geräten, sondern auch hier auf einem Qualcomm-basierten Gerät, leider Gottes keine Angabe, zu welcher SIM-Karte ich jetzt genau die PIN eingeben muss. Ich habe mir das jetzt eben gemerkt, SIM-1 ist die Vodafone-Karte, aber bei Windows Phone, das fand ich mal einen positiven Aspekt, wurde da schon der Netzbetreibername angezeigt, bevor ich die PIN eingegeben habe, was ich bei einem Dual-SIM-Phone immer sehr, sehr hilfreich finde. So, die Pins habe ich natürlich ohne euch eingegeben. Jetzt bekommen wir hier den Hinweis auf Arcos Fusion Storage. Das ist eine coole Softwarelösung, die es halt einem ermöglicht, die SD-Karte mit dem internen Speicher zu einer Partition zusammenzufassen. Enable Reboot Required. Ja, das probieren wir doch jetzt direkt mal aus. Da bin ich jetzt mal neugierig drauf. Can optimize already use storage. No data will be lost. Ja, machen wir das auch noch direkt mit. Jetzt wird er ein bisschen rumrödeln. Im Moment, die Meldungen waren jetzt bisher. Nee, das Gerät ist auf Deutsch eingestellt. Wir sehen es jetzt hier auch unter der englischen Fehlermeldung unten ist mir gerade eben erst aufgefallen. Stand abbrechen und okay. Aber die Meldungen von diesem Fusion Storage selber sind offensichtlich nur auf Englisch vorhanden. Das ist offensichtlich nicht oder noch nicht eingedeutscht. Immerhin, wenigstens war es nicht auf Französisch, ist ja ein französischer Hersteller hier. Da hätte ich dann doch deutlich mehr Probleme gehabt, das zu verstehen. So, nach erneuter Eingabe der Pins bin ich jetzt hier auf dem Homescreen gelandet, der schon fleißig mit Google-typischen Apps vollgepackt ist, plus noch Arcos Video, das ist eine eigene App. Arcos kommt hier aus der Media Player-Ecke, hat früher auch recht beliebte MP3-Player gemacht. Und diese Herkunft haben sie so ein bisschen mit rüber gerettet in die Tablets und auch jetzt die Smartphones, indem sie da spezielle audiovisuelle Apps immer noch mit drauf packen. Also es gibt eine Arcos Video-App und ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch noch eine Musik-App gibt. Vielleicht gucken wir hier mal direkt rein. Arcos Video finden wir direkt als allererstes.
Ich bin gerade ein wenig irritiert. Ist das jetzt hier alphabetisch sortiert? Ja, so was. Und irgendwie eine relativ kompakte Darstellung, relativ viele Icons, 6 Zeilen hier mal 4. Haben wir also 24 Symbole auf einer Seite. Das ist, meine ich, bei anderen Geräten normalerweise nicht so vollgepackt. Finde ich aber eigentlich ganz angenehm. Ist ein bisschen übersichtlicher, muss man weniger blättern. Schauen wir nochmal kurz durch. Wie gesagt, das Arcos Video, Chrome als Browser, nicht der Standard oder der alte Android-Browser, was unter KitKat durchaus auch Sinn macht. Dann ein Dateimanager, Dateien hier, der so ein bisschen schicker gestaltet ist und mir jetzt halt, denke ich mal, irgendwie einen großen Speicherbereich hier anzeigen sollte. Das werden wir uns gleich mal angucken. Die Tasten unten sind wie bei vielen Geräten nur dann beleuchtet, nachdem man sie benutzt hat. Auch wenn ich hier auf dem Display irgendwas mache, bleiben sie aus. Das ist ein bisschen ungeschickt. Also eigentlich immer dann, wenn ich sie am wenigsten brauche, nämlich nachdem ich sie benutzt habe, leuchten sie auf. Das hier ist die Menütaste, genau. Also keine Multitasking-Button auf eine Taste festgelegt. Dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir so die Standard Google Apps dabei. Dann haben wir hier noch ein FM Radio New, was immer auch daran neu ist. Das werde ich mir im Test dann mal ein bisschen angucken. News and Weather, Notizen, das sieht nach Keep aus, hier die Google App. Play Music. Doch keine eigene Musik-App hier drauf, nur das Standard Play Music von Google, das im Umgang mit SD-Karten nicht so wahnsinnig fit ist, aber gut, das dürfte durch Fusion Storage dann auch wieder ein bisschen anders aussehen. Fusion, habe ich das eben falsch gesagt? Ja, ne? Ja, das sieht erstmal relativ übersichtlich aus und vor allen Dingen erfreulich, ich sehe keinerlei Bloatware hier drauf. Dabei hat doch, der war doch auf dem Gehäuse hier, auf der Verpackung angedroht, dass hier Gameloft-Krams drauf wäre, wo ich schon eben schon drüber gelästert habe im ersten Teil des Unboxings. Den finde ich hier zum Glück gerade nicht, was ich sehr positiv empfinde. Weil, wie gesagt, ich finde das immer als empfinde das maximal noch als Werbung, meistens eher als Belästigung, was da oft so vorinstalliert ist. Ja, soweit erstmal die vorinstallierten Apps. Gucken wir ganz kurz in die Schnelleinstellungen und natürlich auch in die richtigen Einstellungen rein. No, da hat das die Doppelwischgeste nicht so ganz sicher geklappt. Das ist nochmal eine interessante Sache hier. Mal schauen. Also diese Bewegungen laufen schon mal sehr flüssig. Das sollte natürlich bei einem Octa-Core-Prozessor auch kein Problem sein. Selbst bei dem kleineren Snapdragon 410, der ja quasi der kleine Bruder des 615 hier drin ist, geht sowas sehr flüssig. Aber ich hatte ja zuletzt das Phicom Passion im Test. Das war mein erstes Gerät mit dem Snapdragon 615, also gleiche Prozessor wie hier drin. Und das hat gerade bei solchen Sachen extrem geruckelt, wo ich schon relativ sicher war, dass das an der Software liegt, dass die nicht gut optimiert ist. Das scheint sich hier jetzt zu bestätigen. Hier haben wir definitiv nicht diese gleichen Ruckler. Da hat es jetzt mal ganz kurz gezuckelt bei der Übergangsanimation, aber gut. Schauen wir mal kurz durch, was wir an Einstellungen hier so haben. Da haben wir den mobilen Datenverkehr schon eingeschaltet. Das muss ich in den Dual-SIM-Einstellungen jetzt direkt mal kontrollieren. Mobile Data ist auf SIM 1, also Vodafone, das ist okay. Da habe ich nämlich auch eine Flatrate drauf. Übrigens ein Angebot, wo ich damals für 3,50 € ungefähr 3 GB LTE-Speed im Monat bekomme. Im Moment gibt es nochmal ein Angebot für 4,99 €, allerdings leider nur für junge Leute. 25 Jahre bzw. als Student bis 30 Jahre kriegt man nochmal relativ günstig. So eine LTE-Flatrate. Auch mal eine ganz nette Sache. Vor allem, wenn man ein Dual-SIM-Gerät hat, wo man dann eine SIM-Karte fürs Telefonieren, die andere für die mobilen Daten nutzen kann. Aber das war jetzt wieder mal ein kleiner Ausflug. Schauen wir mal ganz kurz rein, was wir hier so einstellen können. Das ist die typische, sehr knapp gehaltene Einstellgeschichte von Qualcomm-Geräten. Ich möchte fast wetten, dass ich hier jetzt auch wieder nur 6 Zeichen eingeben darf. Genau. Für Vodafone schon reicht es nicht. Und hier könnte ich dann auch einen Namen eingeben. Ach, vielleicht sollte ich das jetzt nicht mit euch zusammen machen, aber okay. Jetzt ist es schon geschehen. Vodafone und Aldi. Trotzdem wird das nicht immer überall ganz konsequent genutzt, diese Namen. Zumindest habe ich das so beim Ficom erlebt. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ja, ein bisschen blöd. Ich tippe jetzt hier unten links blind auf den zurück, auf den Tasten rum, versuche die Zurücktaste. Die sitzt ziemlich weit am Rand hier. Das werde ich mir jetzt mal merken. Gut, Dual-SIM-Einstellung also sehr, sehr spartanisch, nicht zu vergleichen mit dem Komfort, den man bei MediaTek-basierten Dual-SIM-Geräten hat. Dann haben wir hier die üblichen
Tonauswahlgeschichten, zum Display können wir mal kurz reinschauen, ob es da was Spezielles gibt. Screen Color. Ah ja, da haben wir ja diese gleiche Einstellung, wie wir sie auch zum Beispiel von den neuen Vico-Geräten her kennen, wo man mit dem gleichen Testbild übrigens auch hier so ein bisschen die Farbintensität verstellen kann und in so einem Custom-Modus dann auch nochmal irgendwie detaillierter einstellen kann. Also die Saturation, Hue und sowas alles. Das ist eine ganz nette Sache, wenn man das Display so ein bisschen aufpeppen will. Wobei man muss mal vorsichtig sein. Man sieht das hier schon in diesem Vivid-Modus, sind die Früchtchen hier, die ich jetzt schon kaum noch erkennen kann auf dem Bild. Was soll das sein? Total einfarbig dann fast eingefärbt. Da sind fast alle Nuancen rausgegangen. Also man verliert dabei auch eventuell an Bildqualität, wenn man es übertreibt, vor allen Dingen. Display automatisch drehen. Der Ruhestand, den regeln wir mal direkt hoch. Key Backlight, das ist doch auch nett. Hier unten die Beleuchtung der Tasten kann man offensichtlich einstellen. Kann man dauerhaft ausmachen. Im Moment sind sie nur 4 Sekunden an, 10 Sekunden geht auch. Oder mit All ist sicherlich gemeint, dass sie immer anbleiben. Schriftgröße kann man auch einstellen, Bildschirmübertragung, also Miracast, das übliche Programm halt. Gucken wir mal kurz in die Speichereinstellung rein. Das ist natürlich jetzt ganz spannend hier zu sehen. Wir haben jetzt einen Gesamtspeicher von 12, noch was Gigabyte. Aha. Da bin ich jetzt etwas irritiert, weil ich habe ja Fusion Storage eben aktiviert. Und da müsste ja meine 16 GB Karte irgendwie mit integriert sein. Das scheint nicht richtig geklappt zu haben. Ich sehe hier auch SD-Karte bereitstellen. Mal gucken, ob das funktioniert. Naja, tut es nicht so ganz. Hier übrigens noch ein kleiner Übersetzungsfehler. USB-Speicher, SD-Karte bereitstellen. Das sollte natürlich USB-Speicher bereitstellen heißen. Also offensichtlich scheint das Gerät USB on the go zu unterstützen. Werden wir natürlich im Test auch überprüfen. In zumindest einem Fall hatte ich ja schon mal, dass bei einem Gerät so ein Menüpunkt auftaucht und trotzdem USB on the go nicht funktionierte. Die Akkueinstellungen. Apps, Sensoren, Näherungssensor. Aha, hier kann man Näherungssensor, Gyroskop und den Schwerkraftsensor nochmal kalibrieren. Das ist ganz nett, dass es das extra gibt. Ah ja, dann haben wir hier die Arcos Fusion Storage. Optimize your storage, internal. Also hier werden ganz andere Speichergrößen jetzt angezeigt. Total Space. Irgendwas von 27 GB. Total available, total used. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, um das zu verstehen, wo da jetzt meine Speicherbereiche hingeraten sind. Was haben wir noch? Das war es dann eigentlich schon. Über das Telefon Android 444 haben wir hier drauf, also die letzte KitKat-Version. Und entgegen meiner noch relativ pessimistischen Aussage während des Mobile World Congress, da hatte man mir an dem Stand von Arcos nicht so große Hoffnung gemacht, dass es für die Geräte Lollipop geben wird. Das wurde mir jetzt noch bestätigt, das soll kommen. Man hat allerdings noch keinen Termin, wann wir Android 5.0 hier auf das Gerät drauf bekommen. Ja, damit wären wir eigentlich durch die Einstellungen schon komplett durch, haben uns die Apps angeguckt, haben wir eigentlich das Wesentliche für ein Unboxing schon gemacht. Einen Punkt habe ich noch vergessen, den wir uns anschauen sollten. Das ist natürlich das Bildschirm, ja, das Display, die Blickwinkel. Erstmal macht das Display hier einen relativ guten Eindruck. Das scheint mir jetzt sehr hell eingestellt zu haben. Das sollte man natürlich vor einem Blickwinkeltest auch mal testen. Genau, das ist maximale Helligkeit. Runtergeregelt, ja, auch schön dunkel. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn dieser Regelbereich möglichst groß ist. Eine maximale Helligkeit, die ist natürlich wichtig für die Fähigkeit, auch im Sonnenschein das Gerät noch bedienen zu können, aber auch das Dunkel regeln zu können, finde ich durchaus auch wichtig, weil wenn man mal abends im Bett noch was nachschauen will oder in anderen dunklen Umgebungen schon mal das Handy benutzt, kann das auch sehr unangenehm sein, wenn das dann so extrem hell leuchtet und einen nur blendet. Schauen wir uns die Blickwinkel ein bisschen an. Von der linken Seite hier sieht man da fast keine Veränderung, abgesehen davon, dass der Bildschirm natürlich mitdreht. Auch von der rechten Seite nichts. Von unten sehe ich hier so ein ganz leichtes
abdimmen mal, dunkler werden, aber das ist relativ harmlos. Da oben kann man so ein ganz klein bisschen die Bildschirm-Display-Beleuchtung sehen und so ein klein wenig fleckig sieht die jetzt von hier unten aus. Aber das ist ziemlich harmlos. Und auch über die Ecken. Wow, das ist ein richtig ordentliches Display. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Ordentliche Helligkeit und selbst hier ganz spitz über die Ecken betrachtet. Ganz, ganz leichter Farbstich. Vielleicht nochmal mit einem dunkleren Hintergrund. Ja, da sehen wir dann doch hier so ein bisschen ein Ausbleichen der Farben. Hier weniger. Dann wahrscheinlich über die rechte untere Ecke auch. Meistens sind das über die diagonal gegenüberliegenden Ecken der gleiche Effekt. Ja, also die rechte untere, linke obere Ecke hat so ein bisschen diesen Ausbleicheffekt. Aber ansonsten, das ist wirklich ja hier nur bei ziemlich extremen Winkeln der Fall. Also insgesamt wirklich schönes Display. Nicht nur, weil es Full HD auflöst, sondern auch von der Farbdarstellung. Der Schwarzwert sieht sehr ordentlich aus. Und vor allen Dingen die Blickwinkel haben mich auch überzeugen können. Das macht alles schon mal einen ziemlich guten Eindruck. Und ja, soll jetzt in den Praxistest reingehen. Ich werde das schon mal parallel zum Sysvo Monster R8, das ich ja gestern geunboxed habe. Falls ihr euch das anschauen wollt, findet ihr im Kanal bzw. auf technophil.de auf jeden Fall das entsprechende Unboxing und dann demnächst auch den Testbericht. Der Test vom Arkos wird ein klein wenig später erscheinen. Und ja. Dann haben wir bis dahin noch einiges zu tun. Wenn ihr Fragen habt zu dem Gerät, stellt sie doch in den Kommentaren. Am besten direkt auf technophil.de. Den Link zum entsprechenden Artikel findet ihr hier unten. Dort findet ihr auch das Datenblatt mit allen wichtigen technischen Daten, einen kleinen Preisvergleich. Und wenn ihr über diesen dann einkaufen mögt, das Gerät, dann tut ihr mir ja noch einen kleinen Gefallen und helft mir dabei, dieses aufwendige Hobby noch eine Zeit lang weiterzuführen. Und wäre ich euch also sehr dankbar für. Und eine ganze Menge Zusatzinformationen später beim Testbericht findet man dann dort auch die ganzen Testbilder, Testvideos, Benchmark-Ergebnisse und so weiter und so fort. Muss mal gucken, ob ich hier die volle Benchmark-Suite fahre, weil ich gehe davon aus, dass das die gleiche Leistung ist wie in anderen MediaTek, Quatsch, wie in anderen Qualcomm Snapdragon 615 bepowerten Geräten, also zum Beispiel dem Ficom Passion, ist. Werde ich auf jeden Fall mal mehrere Benchmarks fahren und wenn die Werte identisch sind, das dann vielleicht auch abkürzen. Aber ich denke mal, das macht schon mal einen guten Eindruck, vor allen Dingen halt im Unterschied zu dem Ficom Passion wirklich alles soweit flüssig, hier keine großen Ruckler oder sowas drin, wie es auch sein sollte. Was ich auch positiv finde, das sieht wirklich nach einem sehr nativen Android-Look aus hier. Gut, wir haben jetzt auch hauptsächlich Google-Logos hier auf dem Bildschirm rumliegen. Aber da ist wenig dran geändert. Die Optik ist die gleiche. Es gibt diese eine Zusatz-App, Arcos Video. Das finde ich erstmal sehr erfreulich. Ich hoffe, das ist bei allen Geräten so. Und dieses Gameloft-Logo auf der Verpackung bleibt dann sozusagen eine leere Drohung. Und ja, freue mich jetzt auf den Testbericht. Finde das auch mal echt scharf hier, so ein neongelbes Gerät zu testen. Bin mal gespannt, wie so die Reaktionen sind im Umfeld. Und in ungefähr 2 Wochen, schätze ich mal, könnt ihr dann mit dem ausführlichen Testbericht dazu rechnen. Bis denn, euer Klaus von technophil.de.